Steueroptimierung oder Steuerhinterziehung? Das ist immer wieder eine Frage, die auch, ja, sag ich mal, unter den YouTube-Videos hier ankommt, wo es dann heißt, naja, Roland, das ist aber doch schon jetzt ja so ein bisschen Steuerhinterziehung. Bei vielen Fällen kann man sogar noch von Steueroptimierung oder Steuergestaltung sprechen. Denn grundsätzlich ist es so, das legale Ausnutzen von Gesetzen ist nicht strafbar. Hingegen zum Beispiel Dinge unterschlagen, das schon. Und heute gehen wir mal auf das Thema ein, wie es vor allem auch bei Stiftungen, ja, sag ich mal, zum Thema werden könnte, wo man sagt, naja, Steuergestaltung oder eher Steuerhinterziehung. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Steuern mit Kopf auf YouTube. Also ganz normal müssen wir erstmal sagen, grundsätzlich alles, was irgendwo mit legalen Mitteln möglich ist, ist einfach Steueroptimierung. Ich kann zum Beispiel ja, sag ich mal, eine Stiftung als Holding hernehmen und meine Gewinne auf 0,8% Steuerbelastung reduzieren. Das kann ich. Ich kann auch eine Trading GmbH gründen und damit noch 1,5% Steuern zahlen. Ich kann auch bloß eine Immobilien GmbH gründen und 15,825% Steuern zahlen. Was passiert also bei klassischer Steueroptimierung, Steuergestaltung? Man geht her und schaut sich einen bestimmten Sachverhalt an oder eine bestimmte Struktur, auch vielleicht nur innerhalb eines Teilbereichs des Unternehmens oder in einem ganzen Unternehmen, das man eventuell auch ausgliedert und sagt, okay, wie kann ich in diesem Bereich die Steuerbelastung reduzieren? Muss ich das vielleicht ausgliedern? So Spaltungen im Bereich der Umwandlungssteuer oder ähnliches. Oder muss ich an der Stelle andere Möglichkeiten? Sollte ich vielleicht eine Konsolidierung durchführen? Verschmelzungen, ähnliches. Umwandlung Einzelunternehmen in GmbH oder und. Es ist im Grunde hier, wie gesagt, immer der Punkt, Steueroptimierung, Steuergestaltung ist ganz einfach hier schon einmal das, die Möglichkeit, hier Gesetze auszunutzen. Du willst noch mehr? Auf steuermitkopf.de findest du unsere brandneuen Online-Kurse, Fachbücher und natürlich auch die Möglichkeit, dir einen 1:1 Online-Beratungstermin mit mir direkt zu buchen. Schau gleich mal vorbei. Denn ganz klar ist zum Beispiel, eine Steueroptimierung ist natürlich auch schon mal hier der Punkt, dass ich sage, ich verkaufe alle 10 Jahre die Immobilien, die ich habe, vermiete sie vorher, lasse mir sie vom Vermieter abzahlen und veräußere sie. Ist das legale Ausnutzen von steuerlichen Gesetzen. Was aber natürlich ein bisschen anderes Bereich ist, ist dann schon eher das absichtliche und wissentliche Unterlassen von Steuerzahlungen oder auch von Hinweisen im Großen und Ganzen in der Steuererklärung. Da ich zum Beispiel sage, ach, das bisschen Einnahmen, das lasse ich weg. Ach, da erfinde ich doch ein bisschen Ausgaben hinzu und das merkt doch eh keiner. Ja, das ist im Großen und Ganzen der klare Unterschied, denn hier muss man ganz klar sagen, die Legalität ist schon mal ganz klar bei der Steueroptimierung gegeben, bei der Steuerhinterziehung nicht. Die Absicht ist bei der Steueroptimierung ganz klar die Steuerlast zu senken und natürlich bei der Steuerhinterziehung hier natürlich zu betrügen. Wissen ist natürlich hier auch ein Unterschied und zwar Kenntnis der Rechtslage ist in beiden Fällen gegeben, aber in einem Fall nutze ich dieses aus, um im Großen und Ganzen hier zu sagen, hey, ich reduziere meine Steuerlast. Im anderen Fall bei der Steuerhinterziehung gehe ich eher so weit und sage, ich kenne zwar die Gesetze, mache aber alles anders. Die Folgen sind an der Stelle auch relativ einfach erklärt. Eine Steueroptimierung oder Steuergestaltung hat keine strafrechtlichen Folgen. Eine Steuerhinterziehung hingegen schon. Was sind zum Beispiel aber klassische Fälle hier neben Umwandlungsvorgängen hier zum Beispiel von Steueroptimierung? Wie gesagt, das geht schon allein damit los, dass man sagt, der richtige Zeitpunkt einer Zahlung oder einer Einnahme zu planen. Da sagt, hey, du war jetzt hier vor Jahresende, zahl mir das mal bitte erst im nächsten Jahr. Ich bin ja einer im Überschussrecht und ich möchte meine Steuerbelastung gering halten. Oder du zahlst eine Ausgabe noch kurz vor, sag ich mal, Jahresende im Bereich der Werbungskosten oder ähnliches. Oder Abschreibungen, Steueroptimierungen über IABs und ähnliches. Auslagerung von Geschäftstätigkeiten hatten wir schon, zumindest hier mal national. Also okay, ich spalte es auf, was zum Beispiel ist Holding, Stiftung, Holding, GmbH, Immobilien GmbH, operative GmbH und Trading GmbH, sauber getrennt, 15,825, 30%, 1,5 oder sag ich mal andere geringere Steuerbelastungen. Steuersparmodellen mit Anlageprodukten wie zum Beispiel Denkmalobjekten, Investitionsabzugsbeträgen über zum Beispiel IABs und Ähnlichem bei PV-Anlagen. Aber zum Beispiel Beispiele für Steuerhinterziehung sind dann schon eher Unterlassen von Angaben oder grundsätzlich von der Abgabe einer Steuererklärung, falsche Angaben, Nichterklärung von Einnahmen oder Verheimlichung von steuerlich relevantem Vermögen.
bei zum Beispiel Erbschaft und Schenkung steuerlichen Fällen. Da ist es also ganz klar, dass man hier sagen muss, dass das hier, wie gesagt, ein schmaler Grat ist, den man aber im Großen und Ganzen dadurch, sage ich mal, gehen kann, dass man sagt, hey, ich habe an der Stelle ganz einfach einen legalen Sachverhalt, eine legale Steuergestaltung und die nutze ich aus. Hast du gewusst, dass es auch Online-Kurse, Fachbücher und vieles mehr von Steuer mit Kopf gibt? Schau doch gleich mal auf www.steuermitkopf.de vorbei und klick dich durch. Denn du weißt ja, Steuern spart, wer Steuern plant.